Es ist mittlerweile 40 Jahre her, dass die Republik gebannt nach Frankfurt blickte, Frankfurt am Main. Dort sollte der Flughafen erweitert werden, quer durch ein Waldgebiet, wogegen sich dann immer mehr Menschen wehrten. Am Ende waren es mehr als 100.000, die gegen den Bau der Startbahn West protestierten, auf einer der größten Demonstrationen, die es bis dato gegeben hatte. Ein Protest, der weit über Hessen hinaus zum Symbol für den alternativen Kampf um Bürgerrechte und für Umweltschutz galt, der auch den damals gerade entstehenden Grünen Auftrieb gab und noch heute manchen als Vorbild dient, die für mehr Klimaschutz kämpfen. Sebastian Kisters. Wenn die Bäume fallen, stehen Menschen auf. Das Motto damals im November 1981 beim Protest gegen den Bau der Startbahn West am Frankfurter Flughafen. Mittendrin der damals 23-jährige Herbert Oswald. Noch immer engagiert er sich gegen den Flughafenausbau trotz Krankheit. Der Flughafen war natürlich ein Symbol für ständiges Wachstum, für Umweltzerstörung, für Landverbrauch. Dem Flughafen war, den Menschen war wichtig, Grenzen zu setzen. Grenzen zu setzen bis hierher und nicht weiter. Kommunisten und Konservative, junge, alte Männer, Frauen, alle zusammen gegen die Abholzung von rund 370.000 Bäumen. Viele lebten zusammen in einem Hüttendorf. Es macht uns Spaß hier. Wir wollen den jungen Leuten beistehen. Jawohl, dass die jungen Leute nicht meinen, sie werden im Stich gelassen. Denn um die jungen Leute geht's ja, um denen ihr Zukunft geht's ja. Der November 1981 war für viele ein politisches Erweckungserlebnis. Mehr als 100.000 Menschen demonstrierten vor 40 Jahren gegen den Flughafenausbau. Diese Momente prägend bis heute für viele, die rund um den Flughafen leben. Also im Rückblick, klar, man konnte die Startbahn nicht verhindern, aber man konnte doch sicher sein, dass man, sag mal, Teil, ja, einer großen Bewegung war, die auch, sag mal, ökologisches Denken in der Politik etabliert hat. Also die Grüne Partei ist ja dann auch daraus entstanden. Also ich glaube, das ist den Leuten schon auch bewusst. Bäume fielen, Flieger kamen. Heute starten rund 400 Maschinen täglich von der Startbahn West. Und doch, der Protest sei nicht umsonst gewesen, sagen viele Demonstranten von 1981. Die Bürgerinitiative war mehr als nur eine Ein-Punkt-Bewegung. Sie hat ausgestrahlt auf die Friedensinitiative, auf die Umweltinitiative generell und auf die Entwicklung, denke ich mal, als Vorläufer für die jetzige Klimainitiativen weltweit. Was wir da im November 1981 gemacht haben, findet Fridays for Future heute bestimmt gut, sagt Herbert Oswald.